Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Titan Quest. Ja, wir sind hier mitten im Tempel von Ramses. Dumus Claudoculus ist auf der Jagd nach dem Telkinen, um die Götter zu rennen. Also, und alle anderen auch. Was habe ich getan? Achso, das wollte ich gar nicht. Witzig, ich habe da immer die Finger drauf. Was wollte ich eigentlich noch machen? Achso, ich wollte mir hier noch... Nö, alles klar. Ich bin bereit. Ah, es geht wieder los. Ah. Achso. Okay, das ist die Folge gleich wieder rum. Die Konstrukte, ich brauche ja mal ein bisschen bei den Konstrukten. Das hat sich in der letzten Zeit ja leider auch immer wieder gezeigt. So, und die machen wir jetzt fertig. So, stückchenweise, wir zerlegen sie quasi regelrecht. In der Hoffnung, dass da mechanische Teile fallen. Deswegen mache ich das eigentlich. Oh, machen wir mal die drei. Den anderen wollte ich nicht heilen. Und einmal die. So, wollen wir mal gucken. Also, wir haben jetzt schon mal den ersten Sarkophag. Ich glaube noch nicht, dass das der von Ramses ist. So, ich denke mal, dass das Gebiet von Haus aus auch ein bisschen größer ist. Einfach, weil ich glaube, dass wir hier den Bosskampf kriegen. Wir werden mal gucken, wie groß. Armspirale des Geistes. Warte, da muss ich doch noch mal ganz kurz. Blutungsschaden 39%, 44% Giftschaden, Energie, geschossen auszuweichen. Die ist gar nicht so schlecht, oder? So. Uns fehlt aber Stärke 120, Spielerstufe 7 habe ich doch. Ach nee, das ist der, den ich trage. Nein, alles klar. Ihr vergesst es. Vergesst es. Ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich war. Ja, ihr habt nichts gehört. Auch nichts gesehen. So, die beliebte Konstruktion, die werden wir jetzt auch noch erledigen. Diese und die andere auch. Und ich hoffe mal, dann ist auch Schluss mit denen. Die haben mich ja echt gequält jetzt, die letzten Folgen. Oh, er hat mich angeknurrt. Er ist sauer. Er ist sauer, 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 sauer. So, gut, dich kriege ich auch. Dich kriege ich auch. Da ist auch noch einer. Guck mal, der war aber schon mal ausgestiegen. Als Mumie. Ja. Oh, da haben wir jetzt viele, ne? Der hat auch viele Untertanen, oder? Ah, oh, das Spiel will mich quälen. Machen wir es den. Ist egal. Spielt keine Rolle. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, aus der Entfernung treffe ich sie besser. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist vielleicht auch wirklich nur so ein Gefühl. So, und der hat noch volle Kanüle. So, oh, ich muss vielleicht mal ein bisschen Mana. Ich muss immer an meinen Mana denken. Sonst wird der Schaden so gering. Könnt ihr mal einfach da ein bisschen. So, belebte Wächter aus Sandstein, ja. Ah ja, Stein ist auch ein sehr hartes Material. Darf man nicht vergessen. So, der nervt mich da ein bisschen. Noch ein bisschen Leben, ein bisschen Mana. So, da könnten wir noch mal die Schnürsenkel kurz zubinden. Ja, das ging jetzt doch schneller als erwartet. Oh, guck mal, das ist aber schon mal so ein hübscher Hund.
Aber das ist auch alles. Das war wahrscheinlich der Jagdhund von Ramses. Ist da eigentlich was? Laufen die mir hinterher? Komm, ich lass die mal weg. So, glücklicherweise bleiben die ja normalerweise irgendwann mal stehen. Oder laufen wieder zurück. Mal, das noch Knochenhaufen. Gut, der jetzt wahrscheinlich nicht. Der läuft mir jetzt wahrscheinlich bis an mein Lebensende hinterher. Aber okay. Die sind ja glücklicherweise auch nicht so schnell. Also wenn wir da jetzt wirklich feststellen sollten, dass die uns wirklich lange... Guck mal, da oben habe ich noch ein Stück vergessen. Da ist irgendwas eben rumgelaufen. Da war ich noch nicht drin. Gehen wir noch einmal kurz zurück. Guck mal, was da... Aber da ist wahrscheinlich auch nur so eine Hunde-Statue drin, oder? Ja. Aber da könnte natürlich auch genau das Item sein, das ich brauche. Genau das eine. Der Superbogen... Gravierter Ring, der... Ne, nur Geschicklichkeit, das brauche ich nicht. So, Inventar geht eigentlich auch noch. Ein bisschen Platz habe ich noch. Guck mal, sie laufen noch hinterher. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann laufen sie noch heute. So, ich glaube... Wir haben gefunden, was wir suchen. Jetzt ist ja die Frage. So, besiegen Sie den Terkine. Ach nee. So, das, was ich da auf der 8 hatte, das war doch. Umgibt den anderen mit einem der Schaden von allen Elementargriffen absorbiert. Das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr gut ist. So, also die werden wir auch einsetzen. Ja, gut. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Schaden der macht. Das war auch irgendwie schon klar. So, dass die hier zu... Ich dachte, einer... Oder teilen die sich da was? Bossmonster getötet. So, ich muss ein bisschen auf mein Leben achten, glaube ich. Boah. Oh, ein bisschen Vorsicht. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? So, die sind nachher gar nicht so schlimm. So, also wir absorbieren ja doch ganz gut. Ah, das ist immer nicht so nett. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. Oh, die Schriftrollen sind echt der Hammer. Habe ich so einen Eindruck. Na? Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben ihn fast. Bossmonster getötet. Mystische Kugel. Oh, ich mache sie wahrscheinlich wieder kaputt, oder? Bam. Hab sie kaputt gemacht. So, pass auf. Wir sammeln erstmal das ein. Leichter Baggerlust. Nein. 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 So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich nur wieder zurück, oder was? Oder wie ist der Plan? Ich würde mal sagen, wir müssen einfach wieder zurück. Nehmen Sie die Serie auf und treffen Sie sich mit in Themen. Das will ich tun. So, in Themen. Da bin ich ja mal gespannt, was wir mit dieser komischen Tafel dann machen sollen. Die müssen wir bestimmt noch irgendwo hinbringen. Mhm.
Du hast den Telkine besiegt? Ach, was soll ich sagen? Na klar. Hervorragend. Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung. Bestimmt. Du musst nach Babylon. In diesem Augenblick wird die Stadt von einem weiteren Telkine angegriffen. Was ist das für eine Tafel, die du gefunden hast? Lass mich einen Blick darauf werfen. Oh nein. Jetzt weiß ich, wonach dieser Telkine gesucht hat. Okay. Diese Tafel enthüllt, dass im Tempel des Marduk unter den hängenden Gärten die Sichel des Kronos ruht. Oh oh. Diese Sichel wurde von den Titanen im großen Krieg benutzt und besitzt die Macht, sogar einen Gott zu töten. Oh nein. Wenn diese Sichel in die Hände der Telkine gelangt, sind wir alle verdammt. Ja, ich muss... Beeile dich. Es ist äußerst wichtig, dass du sofort nach Babylon abreist. Auf alle Fälle. Die Zeit reicht nicht, um zu Land oder zu Wasser zu reisen. Es gibt vielleicht einen besseren Weg. Okay. Gehe zum Tempel der Hatschepsut. Dort findest du ein altes Portal. Das Zepter der Ewigkeit ist ein Schlüssel zu vielen Reichen und kann mit dem Portal benutzt werden, um dich nach Babylon zu bringen. Okay. Lege das Zepter vor dem Portal ab und schreite hindurch. Gehe so schnell wie möglich. Wir kommen vielleicht schon zu spät. So, Belohnung. Zepter der Ewigkeit. Da kann ich aber nichts. Zwei Fähigkeitspunkte. Warte mal. Bob. So, die Frage ist natürlich... So, das haben wir jetzt erhöht. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass wir da den erhöhen. Und den nochmal erhöhen. Also wir bauen das jetzt erstmal auf. Genau. Also jetzt einfach so stückchenweise. So, und da wollte ich mal gucken. Der Mann mit dem Buch, den suche ich nicht. Den suche ich auch nicht. So, eigentlich suche ich, obwohl, eigentlich suche ich erstmal ihn. So, meine wollen... Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst, du wirst keine besseren so, finden. So, das kann weg. Seuchenfest. Giftschaden für plus 2 auf Giftwaffe. Ja, ich kann es ja erstmal lassen. Großachs des Frostes. Also ich habe ja auch ein paar gute Sachen gefunden. Es ist ja nicht nur, dass ich nur Schrott gefunden hätte. 148 Leben, ganz interessant. Vielleicht zum Basteln. Ich denke mal, den hauen wir weg. Das hauen wir weg. Das hauen wir auch weg. So, das Giftwiderstand. Da bin ich sowieso gut, eigentlich. Also jetzt hier natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt hier, ne, dann bin ich da eigentlich, glaube ich, ganz gut. So, also lasse ich das mal weg. Ach, die behalte ich mal irgendwie. Schlachtbogen des Frostes. Großaxt des Frostes. Naja, müssen wir ein bisschen was verkloppen. Ja, ich kann auch nicht alles in die Truhe packen. Ist einfach so. Den finde ich immer noch gut, den Ring. Das kann weg. Die hauen wir weg. Das hauen wir auch weg. Ist da eigentlich noch irgendwie was drin, was da nicht rein soll? Nein. So. Den muss ich ja behalten, wenn ich das richtig sehe. Ach komm, mach weg. Das behalte ich mal. Das behalte ich auch irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Achso, die Ringe können wir nochmal. Der kann weg. Blitzwiderstand kann einfach weg. Ich kann da nicht jetzt auch nicht zwei von brauchen. Den will ich noch liegen lassen. Das wollte ich noch liegen lassen. Das kann weg. Und was habe ich noch irgendwie? Ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles... Verkauf, was ich verkaufen wollte. Jetzt packen wir noch ein bisschen ein. Na? Kann ich helfen? So, Reliktkammer. Da kommt der ganze Kram ja mal rein. Ist auch bald voll. So, voll. Einmal sortieren. Nochmal sortieren. Und nochmal sortieren.
Gut, da sind ja noch nicht alle vollständig, ne? Aber ein paar schon. So, also das ist zum Beispiel gar nicht mal so schlecht gegen Untote. 90 Gesundheitsregeneration. Und gibt Energieentzug. Vielleicht gar nicht so schlecht. Lähmung. Also da sind ja doch ein paar gar nicht so uninteressante Sachen. Was ist hier? Kann alle Wachen erweitern. 45 für 3 Sekunden. Reduzierte Rüstung für 3 Sekunden. Ist bestimmt auch gar nicht schlecht. Also sind schon so ein paar interessante Sachen dabei. Ne? Also ich will sie noch nicht einsetzen. Also ich sag mal, ich komme, glaube ich, noch ganz gut klar. Also von daher lassen wir das noch. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das. Also das und das auf alle Fälle. So, ich würde doch jetzt einfach mal behaupten, das können wir auch so. Dann kann der da nämlich auch rein. Der kann da sowieso nicht rein. So, und den machen wir da auch rein. So, ich habe gar nicht mehr so viele Tränke. Ich würde jetzt aber tatsächlich mal sagen, dass wir die Energietränke, ich brauche jetzt doch mehr davon, dass wir die auf alle Fälle schon mal mitnehmen. So. Vielen Dank. Ach, ich will gar nicht so sein. Ich muss mich ja auch bedanken, dass er so nett und freundlich immer so gut auf meinen Kram aufpasst. So, weiter geht's. Warum hast du... Das Tor ist offen. Alles klar. So, was ist hier los? So, die sind ja in der Regel nicht so schlimm. Die kriegt man ja doch ganz gut. Oh, stirb, hinfort! So, ich habe auch noch eine von diesen Schriftrollen. Also von daher habe ich ja eigentlich ganz gute Karten im nächsten Kampf zur Not. Was war das? Ein fieser Zauber. Ein... So, hat ihm aber nicht so viel geholfen. Aber ich muss trotzdem ein bisschen auf meine Lebensregeneration achten. So, die haben wir auch. Ah, das sind Bossmonster. Was ihm nicht viel helfen wird. So, was für mich aber auch schon ein bisschen fies war. Da sind diese Rahmenbiester. Ah, diese Kranken. So, auf der Seite ist bestimmt auch noch was. Hyänen. Also hier ist die Wildnis. Hier ist definitiv die Wildnis. Und ein Knochenhaufen. Hier haben sie was gefressen. Ich will gar nicht wissen, was. Irgendwas haben sie hier gefressen. Hallo, ist da jemand? So, ich konnte nicht mal klopfen. Ich hätte so gern geklopft. Ja, kurze Pause. Da wäre bestimmt ein schönes, warmes, kuscheliges Bett drin gewesen. Was zu essen, zu trinken. Ja, was so ein Held eben auch so braucht. Haltbarer Veredelter der Leistung. Nein. So. Und weiter geht's. Wüste über Wüste. Tempel der Hatscheput. Ah, wir sind schon da. So sieht's zumindest aus. Also hier scheint der Tempel zu sein. Da ist noch einer. So. Also hier geht man jetzt einfach hoch, oder was? So, die kriege ich auch noch. Guck mal, da hinten ist einfach der Eingang, ja? Oh, ich muss Mana. Hahaha. Erwischt, bevor sie irgendwie Schaden anrichten konnten.
Oh, da kommt wieder einer raus. Das war wieder so ein 2-in-1-Paket. Oh, diesmal nicht. Diesmal wird es mir nicht gelingen. Na? So, sehr gut. Weg sind sie. Die sind immer nervig, die Dinger. Echt nervig. Na, stirb. Gut, wir gehen mal in diesen Tempel rein. Oh, der gut bewacht wird übrigens. Oh, das ist nicht gut. So, jetzt aber. Das war ganz kurz ein bisschen heikel. Weil ich dachte, aber das ist, wenn dich einen umzingelt und du kommst da nicht weiter, ne, dann hast du ja auch ein bisschen verloren. So, ihr seid aber ein bisschen allein. Allein, allein. Die waren jetzt nicht so das Problem. Oh. 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 Der ist aber ein bisschen kaputt. Der ist nicht so gut erhalten hier. Das ist auch kein Wunder, wenn hier keine Touristen herkommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, gut. Oh, da sind noch mehr von... Oh. So, die kommt von der anderen Seite. So, was? Stufenanstieg. Oh! Dann könnte das sein, dass wir... Ich glaube, ich mache auch wieder einen Punkt auf Stärke. Ah, und auf Zielen. Ein Punkt definitiv auf Zielen. Fupp. Den haben sie gut geschützt hier. Dieses Portal. Na gut, macht auch Sinn. Interessantes Scepter auch, ne? Fupp. Fupp. So, der war gar nicht so leicht umzuhauen da. So, der trifft mich nicht. Das ist ja, das war ja mal eine gute Position. Das. So ein bisschen Grabkammerartig. Oder nee, eher so. Ja, ich darf mich hier nicht so wegbewegen. Jetzt kriege ich da den Schaden. Nee, so unterirdische Höhle mäßig. Verborgener Schatz. Oh, könnte hier ein verborgener Schatz auf mich warten? Dich kriege ich noch. Und dich kriege ich noch. Also einen Bogen haben wir schon. Aber der ist vielleicht noch besser. 89 Leben, aber... Die sind nicht schlecht, ja. Aber auch nicht wirklich gut. Ach so, warte. Einmal Geschicklichkeit und einmal Stärke. Und wir wollten dann als nächstes S. Und ich hatte gesagt, ich mache jetzt erstmal die voll. Ich könnte natürlich jetzt hier da nochmal einmachen. Schadet ja auch nicht. Und dann da.
Und vielleicht da. Jetzt ist es einigermaßen gut verteilt. Ja, gut. Wer weiß, wofür das gut war. Oder eben auch nicht. So, Halle des Prometheus. Prometheus. Die ist auch ein bisschen größer. Oh, da sind die, die ich gar nicht mag. Und dann noch so viele davon. Die Mana-Absauger. Die Hinterlistigen. Ja, guck, zack, das Mana weg. Und nicht nur Mana. So, die muss ich wegkriegen. Ah, da laufen die anderen auch hier mal rum. So. Jetzt, Freunde, jetzt sind wir allein. Allein, allein. Wieder eine Geschichte brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist ein bisschen größer hier. Es ist ein bisschen größer. Gut, dass das Portal nicht so ganz leicht zu erreichen war, war ja irgendwie klar. Nehme ich mit. Schützendes Amulett, wer weiß. Aber nur Blitzwiderstand. Das ist ein bisschen wenig. So, auf der anderen Seite auch. Hallo. Ich hab schon mal ein bisschen ausgedünnt. Ah, noch. Wieder das Gleiche. Ach, schon wieder kein Mana. So, ich muss dieses Ding kaputt kriegen. Und. Jawohl. So, die alleine sind ja immer gar nicht so schlimm. Aber denn das Ding nicht... Oh, warte mal, da geht's weiter, ne? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Hallo? Wen haben wir denn hier? Hier sitzt die Elite-Garde. Von Prometheus. Oh ja. 2-in-1-Pakete. Oh, die haben die ihre Schätze. Das war die Schatzgarde. Nicht die Leibgarde. Oh, das habe ich. Guck mal. Gut, dass wir nochmal langgelaufen sind. Au, au, au. Na, die kriegen wir auch noch. Käfer sind übrigens sehr, glaube ich, sehr, sehr eiweißhaltig, ne? Oder? War das nicht so? Ne? Also nur, wenn man mal nichts mehr zu essen hat. Urwald. Aber ich glaube, die jetzt hier bestimmt nicht oder so. Muss man bestimmt aufpassen. Es gibt bestimmt auch giftige Käfer. Oh. Hier ist nichts Besonderes, ja. Hier sind wieder die Steinheinis. Da laufen wir gleich mal einfach weg. So, und da wahrscheinlich genauso. Ich gucke da jetzt einfach mal rein. Ja, hier sind auch wieder Steinheinis. So, die lassen wir einfach mal weg. Sonst brauchen wir wieder Stunden. Fupp. Na, ich habe gedacht, ich kriege ihn. Aber jetzt. So, hört auf, mich anzuschmucken. Ich mag das nicht. So, gut, dass die Steinheinis nicht so schnell sind, ja? Sonst hätte ich die bestimmt alle am Hals. Und den kriege ich auch noch. Ah, es geht jetzt auch so, ich sag mal, mit diesen Splittern und dem Blutungsschaden, der sich so verteilt und den mehreren Pfeilen und so. Also ich sag mal, das wird schon ganz interessant. Mittlerweile. Sieht man immer, wenn der Blutungsschaden so rumgeht, weil die Splitter sich eben verteilen. So, überzogene Rüstung der Protektion. Nein.
was ist das? Ich meine, das ist ja nur ein Dämon. Aber der ist bestimmt... Na klar, der hat natürlich Hilfe, ist ja klar. Ich meine, ich verstehe auch schon, dass der sich Hilfe holt. Ja, wenn so ein Dumus Clauduculis plötzlich bei dir auftaucht. Oh, das war was gar nicht so Gutes. Mal ganz kurz. Upp. So, ich will jetzt auch die Schriftrolle nicht verschwenden, weil die echt, die war total stark. Fand ich. Und ich glaube schon, dass wir den auch so hinkriegen. Ja, da hat er jetzt nicht mit gerechnet. Ein gekonntes Ablenkungsmanöver. Ich bleibe einfach stehen und schieße nicht mehr. Schieße immer auf ihn. Da hat er nicht mit gerechnet. So, nubischer Deflektor. Da Schaden abzublocken. Gar nicht mal so schlecht. Stab von brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt. Amulett des Könnens. Nö. 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 Und? Nö. Da muss er rein, oder? Und dann gehen wir durch den Altar der Ewigkeit. Wollen Sie das betreten? Jawohl. Will ich. So, Gärten von Babylon. Dann sind wir jetzt gerade in Akt 3 angekommen. So, liebe Leute, das soll es jetzt gewesen sein mit der Folge, aber nicht nur mit der Folge, sondern hier auch mit dem Let's Play. Super Spiel, super gechillte Feierabendunterhaltung, aber mich gelüstet nach was Neuem, was ich euch zeigen kann. In diesem Sinne beende ich das Let's Play jetzt hier. Bedanke mich dafür, dass ihr so fleißig zugeschaut habt und hoffe, dass ihr beim nächsten auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, ich bedanke mich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.